Ich war noch kurz beim Laden Zeitlose Wohnelemente, wo ich ja schon mal war und etwas mitgenommen hatte. Das war ja unter anderem die große Schüssel mit den Ankern. Dieses Mal sind es diese vier Teile geworden. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen, konnte nicht anders, musste rein, da der Laden auch einfach von außen so extrem niedlich aussieht. Zum einen habe ich hier einmal diesen Teller. Der hat 6,90 gekostet. Dann dieser tiefe Teller, Schüssel, irgend sowas dazwischen. Der hat 11,90 gekostet. Davon habe ich ja letztes Mal auch eine große Tasse mitgenommen und zwei solche kleinen Teetässchen, Schüsselchen. So ein bisschen im japanischen Stil. In Türkis waren die anderen Sachen bis auf das kleine Tässchen das eine. Dies hier hat, glaube ich, 12 € gekostet. Steht gerade kein Preis drauf. Es hat hier halt so ein geriffeltes Muster und ist oben am Rand so uneben, was das einfach so ganz besonders macht. Und noch diese Backform könnte man sagen. Die gab es auch noch in einem dunklen Mint. Fand ich eigentlich fast schöner, aber ich glaube, die wird im Alltag einfach passender sein und daher durfte die mit. Der Rand hier ist so ein bisschen kaputt oder naja, so ein bisschen speziell, sagen wir es so. Also auch sehr, sehr schön. Und die ist von Ries und hat ja 29,90 gekostet. So ein Geschirr ist halt nicht ganz günstig, aber irgendwie konnte ich nicht anders und musste diese Dinge mitnehmen, da ich das einfach extrem liebe und mir dadurch kochen und auch einfach das Essen viel, viel, viel mehr Spaß bringt. Und auch eben halt bei Fotos oder für Fotos ist das genau das Richtige für mich, finde ich. Ich liebe solches Geschirr einfach. Ich war in Altona bei Wohngeschwister. Da durfte das hier einmal mit. Und zwar inspiriert mich immer RelioMein, also Heike von RelioMein sehr, da sie immer zeigt, wie schön sie doch ihre Fotos gestaltet, wenn es um Rezepte geht. Und sie hat da sehr, sehr besondere Sachen an Geschirr, wie sie es ja mal nennt, ihre Fotoprops. Und daher mussten mal wieder ein paar schöne neue Geschirrelemente mit. Da habe ich zum einen einmal dieses kleine Schüsselchen. Das hat 10,90 gekostet. Und ich glaube, ja, ist von Hausdoktor, wenn ich das noch richtig lesen kann, was da nur noch zur Hälfte da ist. Und den habe ich ja auch schon etwas, was ich sehr, sehr, sehr liebe von Hausdoktor. Dann einmal dieses kleine Gefäß. Hat 3,80 gekostet und ist von Tranquilo. Das hier ist auch super schön, weil das hier so rau ist und da glänzend. Das hat 5,50 gekostet und ist von PT. Sagt mir jetzt nicht wirklich viel, die Marke, die Firma. Hier haben wir eine Schüssel von Aspegen aus Dänemark. Für 12,90. Die hat super schön so Punkte drauf. Und einmal zwei Teller, ein viereckiger. Für 4,50. Das Ganze von Blooming Girl, von denen habe ich ja auch schon mal schon etwas. Und ebenfalls aus derselben Serie für 4,95 ein großer Teller. Solche Sachen sind nie extrem günstig, aber irgendwie sind sie für mich jetzt zumindest das Geld wert, da mir Kochen, Essen und das gesamte Drumherum einfach dadurch viel, viel, viel mehr Spaß bringt und ich dadurch viel mehr Lust habe. Der Teller passt jetzt zu dem und dem Gericht. Dann mache ich jetzt dieses Gericht, damit ich diesen Teller benutzen kann. Und nicht nur für Fotos, denn zum Beispiel Heike hat ihre Sachen immer separat weggeräumt. Ich habe sie ganz normal bei meinem Standardgeschirr, da das hier einfach mein Standardgeschirr geworden ist. Dieses schöne Geschirr und ich es einfach
nutzen möchte. Wie sieht's bei euch aus? Was sagt ihr zu solchem Geschirr? Findet ihr sowas auch schön oder sagt ihr, bei mir muss es schlicht sein, so günstig wie möglich und so etwas mag ich gar nicht. Würde mich mal sehr interessieren und ansonsten denke ich, das war's jetzt erstmal mit Geschirr. Sortieren ja Klamotten aus, die kaputt sind. Natürlich in gewisser Weise kann ich es verstehen, wenn sie irreparabel kaputt sind. Aber wenn nur ein kleines Loch oder ähnliches ist, gerade vielleicht wenn eine Naht aufgegangen ist, wie zum Beispiel bei diesem hier. Das ist ein Pullover-ähnliches Nachtoberteil von H&M. Und das ist hier, kann man es irgendwie erkennen, auseinandergegangen, hat einfach ein Loch bekommen. Und dementsprechend direkt an der Naht unterm Arm werde ich es jetzt einfach zusammennähen. Und es liegt schon sehr lange bei mir rum, deswegen ist es leicht angestaubt. Aber wie man hier sehen, es ist zu dunkel, glaube ich, um es großartig zeigen zu können. Kann man da irgendwas erkennen? Hier, es geht so auseinander. Ich glaube, man kann ein bisschen was erkennen, aber hier ist es so an der Naht halt kaputt gegangen. Da, jetzt glaube ich, kann man es erkennen. Ja, das ist eins. Da ist eine Mickey Maus drauf, also das Mickey drauf. Wie so ein Pullover, gerade im Winter super schön und gemütlich. Dementsprechend, jetzt wird es repariert, einmal genäht und danach kommt es ab in die Wäsche, da ich eh jetzt dunkel, also schwarz waschen möchte. Schauen wir noch ein zweites Oberteil an, was auch da lag. Die sind beide in der Ecke einfach zur Seite gerutscht und deswegen etwas staubig geworden. Schadet aber nichts, dass eh gewaschen werden müssen, denn nähen immer vorm Waschen, denn beim Waschen kann nur etwas noch doller kaputt gehen und dadurch einfach noch blöder werden. Einfach waschen und reparieren und dann waschen. Dementsprechend, ja, lieber reparieren als neu kaufen, sage ich immer. Sachen, die klein sind, repariere ich selber bei Dingen, die mir etwas zu kompliziert sind. Oder halt einfach, wo ich merke, ist nicht meins, lieber nicht. Das mache ich lieber kaputter in dem Sinne oder es ist einfach nicht mehr so schön, dass ich es gerne trage, gebe ich gerne auch weiter. Und mir sind Sachen einfach so wichtig, dass ich repariere und als ich sie neu kaufe, spart Geld, spart Ressourcen und finde ich einfach einiges besser. Und so ein paar Dinge wie eine Naht zusammennähen, die man eh nicht wirklich sieht, weil sie dann innen ist, das fällt nicht auf, ist eh nur zum Schlafen und dementsprechend besser als extra nochmal Geld ausgeben zu müssen. Außerdem, genau das Teil gibt es ja eben auch nicht mehr. Dementsprechend müsste ich was Neues finden, was ich genauso schön finde. Und das ist auch nicht so einfach. Ich habe mich jetzt, weil es der wärmste Raum ist, einfach ins Badezimmer auf den Fußboden auf ein Handtuch gesetzt. Und zwar ist das hier mein Nähkasten. Den habe ich mal, glaube ich, aus der Türkei bekommen. Der wurde mir mal mitgebracht. Da ist alles Mögliche drin, so Kleinkram technisch. Und hier sind noch Ersatzschrauben für eine Tasche von mir, für den Verschluss, die mir zugeschickt wurden von der Firma, nachdem nachgefragt wurde. Sowas für Nähzeug für unterwegs mit Spiegel. Ganz viel Garne, also ganz viel so was und so weiter. Also da ist alles drin, was man gebrauchen kann. Und zwar nichts davon ist gekauft. Zumindest nicht von mir. Das ist es einfach. Das sind Dinge, die im Haushalt waren. So von meiner Großmutter, die ich nie kennengelernt habe beispielsweise. Von meiner anderen Großmutter teilweise. Oder auch einfach Dinge, die ich mal benutzt habe. Und dann sind sie da reingewandert. Und genau das ist es. Man kann so etwas bestücken aus Dingen, die man einfach hat und findet. Weil Wolle und Garn hat jeder mal gebraucht und dementsprechend irgendwas hat man meistens im Haushalt. Daher wird hiermit jetzt mit diesem Schwarz, was ich gefunden habe, ist jetzt ja, ich glaube, nicht Baumwolle oder ähnliches, sondern so ein Plastikgarnzeug, was extrem stabil ist, mit dem wird jetzt
das Oberteil genäht. Ich hatte sonst noch so ein Grau, aber ich fand das nicht so passend. Ein anderes Schwarz habe ich gerade nicht gefunden. Ich gucke hier nochmal kurz rein. Wir kennen sie alle, Kartenspiele, Quartette und so weiter. Die Packung oder auch wenn man sie nur so auf dem Nähtisch liegen kann, kann man auch den Deckel nehmen. Sind super praktisch für die kleinen Rollen und ich sehe gerade, hier ist noch ein Schwarz oben mit drauf gewickelt. Es ist einfach so auf ein Teil, auf eine Rolle, kommen zwei Farben. Geht auch super, ich glaube, ich werde dann das hier nehmen und doch nicht das andere. Und jetzt wird weiter Musik gehört und hier im Warmen gesessen und genäht. Warum ich hier sitze? Einfach, weil es hier warm ist, ich totale Kopfschmerzen habe und je wärmer, desto besser für mich. Und ich habe eh schon den ganzen Tag hier die Tür zu. Badezimmer ist sehr klein und daher heizt es hier am ehesten auf und ist es am ehesten warm. Ich habe auch gerade einmal geguckt, mein Wecker sagt 22,7 Grad. Eigentlich kann man hier noch ein Licht anmachen. Geht nicht, da irgendwie hier die Batterie nicht so will, aber das Ganze blinkt auch schon seit über einem Jahr, wenn nicht sogar länger als 2 Jahre. Dementsprechend will wohl nur ein Teil nicht, der für das Licht zuständig ist, aber sonst funktioniert dieser Funkwecker immer noch perfekt. Obwohl anscheinend die Batterie langsamer ausgetauscht werden möchte.